Willkommen, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu weiteren Total War Warhammer 2 News. Vielleicht nicht unbedingt die erste Informationsquelle, die diese News bringt, aber im deutschsprachigen Raum denke ich dann noch relativ zeitnah dran. Ich verdiene ja nicht mehr ganzes Geld damit mit YouTube, deswegen kann ich mir auch manchmal die Zeit lassen, das erst am nächsten Tag rauszubringen. Nun, was ist passiert? Was sind die News, die kommen? Total War Warhammer 3 Release ist verschoben worden. Und ihr könnt das sehen bei dem offiziellen Total War Twitter Account auf dem Community Creator Discord wurde es auch gepostet. Und die News ist, wie hier steht, bla 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 bla. Total War Warhammer 3 wird von 2021 auf frühest 2022 verschoben. Und das bedeutet vermutlich irgendwas im ersten Quartal 2022. Das heißt, vermutlich werden wir es irgendwann Januar, Februar oder März sehen. Tja, tragisch, tragisch, tragisch. Sie machen hier direkt aufmerksam, dass sie an sich schon gerne das Spiel frühzeitig rausbringen würden, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das schreiben sie jetzt zwar nicht genau so, aber sie würden es gerne früher rausbringen, aber es geht nicht. Sie wollen sich tatsächlich mehr Zeit lassen. Sie wollen kein zu sehr verbuggtes Spiel rausbringen. Das, da gab es schon die eine oder andere Firma, die das gemacht hat. Insofern, ja, finde ich gut. In gewisser Weise finde ich es gut, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schade, aber hey, ein gutes Spiel ist, denke ich, wert, nochmal ein bisschen länger zu warten. Mann, auch Cyberpunk funktioniert ja mittlerweile sehr, sehr gut, hätten die auch noch ein paar Monate gewartet. Ich denke, das hätte dort auch eher zu positiven Reaktionen geführt, als das, was nachher daraus geworden ist. Nun gut, aber es wird gesagt, es wird in der Zwischenzeit eine ganze Reihe neuer Infos geben. Und wir werden uns gleich auch nochmal den Hamster-Hype-Train ansehen, der leider ziemlich zerdeppert worden ist durch diese News. Aber so wie es aussieht, wusste auch Creative Assembly noch nicht wirklich, dass es so kommen wird. Und ja, vermutlich ist Total War Warhammer 3 auch sowieso schon mindestens einmal verschoben worden. Allein schon wegen Corona, da gab es bestimmt schon Verzögerungen im Bereich, die ein halbes Jahr gewesen sind. Und ja, jetzt haben sie es halt nicht mehr geschafft. Aber interessante weitere Tidbits, die hier drin stehen, sind nämlich: We don't consider this release the end of our trilogy, but the start of years of content and support as we continue to bring the jaw-dropping scale of Games Workshop's franchise universe to Total War. Und hier ist in gewisser Weise, man könnte Ambivalenz hier hinein interpretieren und sagen, dass sie sich dabei nicht nur auf die noch kommenden, garantiert kommenden DLCs für Total War Warhammer 3 beziehen, sondern da sie sich wirklich auf das Games Workshop Fantasy Universum beziehen. Und was könnte das heißen? Games Workshops Fantasy Universum? Wenn sie dazu noch mehr bringen wollen, dann bleibt eigentlich nur noch Age of Sigmar. Und ich weiß, in den Kommentaren gibt es dann auch auf dem Discord gibt es häufig mal Diskussionen, Age of Sigmar ist doof. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genug darüber, dass ich mir da eine Meinung wirklich erlauben könnte. Dadurch, dass ich nur Total War, Warhammer Fantasy eigentlich halbwegs gut kenne, würde ich wahrscheinlich genauso wie viele andere sagen, they changed it now, it sucks, kennt man ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht das Ende. Workshops Fantasy Universe. Vielleicht meinen sie damit sogar Warhammer 40k, wer weiß. Vielleicht meinen sie gar nichts damit. Interpretieren wir jetzt mal vielleicht nicht zu viel da rein. Okay, aber das ist die erste News. Warhammer 3 ist verschoben. Aber die zweite News, bevor ich in den Hype-Train reingehe, wird außerdem noch sein, dass morgen der weltweite Reveal von Grand Cthai kommen wird. Also morgen, und mit morgen meine ich eigentlich heute, ja, weil heute kommt ja erst dieses News-Video raus und der Post ist von gestern, wird es also mit Sicherheit den ersten Trailer zu Grand Cthai geben. Und dann in dem Sinne sehen wir uns einmal den Hype-Train an.
Wir sind momentan im September des Hype Trains angelangt. Das letzte Update gab es Ende Juli, dann war die Pausenzeit im August und die neueste Spekulationsversion war das im September. Dann Katai kommt zusammen mit Slaanesh und Tsiinch, weil die ja auch angekündigt gewesen sind in einem der vorigen Blogposts von Creative Assembly. Und das dann irgendwann im Oktober. Die Ogerkönigreiche Nurgle kommen, Chaoszwerge sind vermutlich jetzt mittlerweile schon rausgefallen, aber wer weiß, vielleicht kommen sie jetzt wieder rein, weil jetzt haben sie ja wieder ziemlich viel vollzupacken. Aber ich habe schon gedacht, es wird echt eng, das Ganze. Jetzt sind wir im September und wenn sie es wirklich bis Dezember hätten, ich meine, es war auch schon Ende Juli relativ klar, dass wenn sie August nichts bringen, sie die ganzen neuen Inhalte in 4 Monaten alle vorstellen müssen, eigentlich nur noch in 3. Wahrscheinlich war es da schon ein bisschen abzusehen, wenn man bedenkt, wie lange sie sich Zeit gelassen haben zwischen Korn und Kislev und dann kam erstmal Ewigkeiten nix. An sich, so im Nachhinein, war es schon irgendwie abzusehen. Nichtsdestotrotz, das bedeutet, dieser ganze Hype-Train wird ein bisschen nach hinten verschoben. Warhammer 3 kommt im Quartal 2022 und unter Umständen werden auch Slaanesh, Tsiinch, Nurgle und die Ogerkönigreich-Vorstellung und vielleicht die Chaoszwerge, vielleicht werden sie noch kommen, dann auch entsprechend weiter verschoben. Katai-Trailer, immerhin, der stimmte noch, kommt im September. Und wenn dieser Blogpost, den sie letztens geschrieben haben, also war ich auch schon wie über einen Monat her, in dem geschrieben worden ist, dass Slaanesh und Tsiinch kommen wird oder dass die als nächstes gezeigt werden, könnte ich mir vorstellen, dass in diesem Trailer, der gezeigt wird von Katai, und da werden sie mit Sicherheit alle Register ziehen, die wollen das richtig groß machen. Also ich kann mir, das wird garantiert riesig, das wird garantiert richtig, richtig geil im Stile der Vampirküste, die auch alle geflasht hat. Hoffe ich jedenfalls. Also ich freue mich schon, ich bin gespannt, was sie machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Katai dann sowohl gegen Slaanesh als auch Tsiinch in diesem einen Trailer oder vielleicht sogar in 2 Trailern kämpft. Wir werden sehen. Vielleicht wird es aber auch anders kommen. Einen guten, großen Gegner werden sie auf jeden Fall haben. Wer könnte das sein? Ich muss zugeben, das ist alles nur Spekulation. Unter Umständen ziehen. Vielleicht ein bisschen eher. 50-50. Was ist eure Meinung? Was ist der Gegner von Grand Cathay? Slaanesh? Tsiinch? Oder vielleicht doch Nurgle? Oder die Ogerkönigreiche? Das glaube ich nicht. Oder vielleicht sogar mehrere der Fraktionen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also, ich bin gespannt. Ich mache dann auf jeden Fall auch wieder ein News-Video zu dem Cathay-Trailer. Analysiere den für euch. Und ja, das war es eigentlich mehr oder weniger für dieses heutige News-Video. 7 Minuten 40, hält sich doch alles arg in Grenzen. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Bye!